Moin moin, Servus und guten Tag. Da bin ich wieder, euer Snakefighter, mit meinem, ich glaube, jetzt fünften Teil, ja, fünften Teil zu meinem Video Diary, zu meinem Projekt Gamma. Warum melde ich mich? Ganz klar, ganz einfach. Es hat sich einiges getan bei mir. Und deswegen bin ich jetzt hier, spreche zu euch, nehme das Video auf und möchte es euch jetzt zeigen. Zum einen, ihr seht, ich habe mal wieder ein Texturenpaket draufgepackt, nachdem im letzten Video ja noch das Standardpaket drauf war, das Standard-Minecraft-Texturen. Habe ich mir jetzt wieder mal mein Texturenpaket draufgepackt, weil es das inzwischen auch für die Beta-Version gibt von Minecraft, für die 1.201. Und ich finde, es sieht einfach ein bisschen schicker aus. So, wir genießen jetzt gerade noch einen Moment den Sonnenaufgang, warten noch, dass es ein bisschen heller wird. Und dann will ich euch mal zeigen, was sich hier so einiges getan, was sich hier so einiges getan hat bei mir. Ihr seht, ich bin hier fertig mit meiner Fläche. Kurz die Sichtweite ein bisschen hochrendern, dass ihr auch wirklich komplett seht. Ja, das dauert jetzt noch ein bisschen. Dass ich aufgebaut habe. So, ich zeige euch jetzt schon mal was sich hier hingetan hat. Ich habe schon mal so provisorisch meine Tore reingesetzt. Hier durch wird dann der Eingang der Burg erfolgen. Da werde ich hier noch einen kleinen Holzsteg rausbauen, eventuell hier noch ein bisschen mit Sand aufbauen, dass es ein bisschen schöner ausschaut. Quasi so eine gerade Fläche gibt, nicht dieses abgekantete, weil es dann ziemlich doof mit dem Steg dann quasi zu vereinbaren. Ich werde mir hier wohl noch so ein Tor reinbauen, eventuell ein bisschen. Ihr seht, ich habe hier ein bisschen weitergearbeitet und hier hinten und überall und dort und dort und dort und ich habe mir überall so ein paar Punkte gesetzt. Hier die Erdblöcke sind zum einen, weil das hier wird die Außenmauer von meiner Burg und hier wird dann die Innenmauer entlang verlaufen. Und das hier ist genau die Mitte von diesem Durchgang da quasi und hier werde ich mir dann noch Türen reinsetzen. Den ersten Ring Außenmauer habe ich schon komplett rumgezogen. Genauso wie wo ich mir die Fackel gesetzt habe, Durchgang. Also Tür quasi. Die ersten habe ich mir schon durchgezogen hier. Hier die Punkte sind die Eckpunkte von den Türmen. Das ist der Eckpunkt von dem Turm. Den habe ich hier hinten schon einmal komplett fertig gezogen. Mit dem kleinen Durchbruch. So, hier in der Mitte fehlt noch ein Stein, den habe ich noch nicht gesetzt. Das ist sozusagen der Schlussstein für die Bodenplatte. Damit wird der Boden vollständig. Plopp, fertig ist er. Ja. Wie gesagt, ich habe einmal komplett drum gebaut. Jetzt schon einen Ring. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich. Die äußere Mauer, die wird, keine Ahnung, ich weiß noch nicht, wie hoch die ziehen werde. Ich denke mal so 7, 8, 9 Blöcke vielleicht hoch. Also wird schon gigantisch werden. Türme werden ungefähr das Dreifache an der Höhe haben dann. Hier hinten. Und genau da seht ihr so ein paar Fackeln und so ein bisschen Erde. Da habe ich mir einen kleinen Ausgang aus einer Mine rausgeschöpft. Weil ich habe von einem Mitspieler den Tipp gekriegt, dass hier hinter diesem Hügel wohl noch ein Cave versteckt ist, wo auch einiges an Erzen drin zu finden ist. Also habe ich mich einfach mal darüber gewagt, nachdem ich hier ein bisschen gebaut habe, habe ich mich einfach mal rüber gewagt, ein bisschen den Cave erkundet. Und nachdem ich ja den Rückweg nicht mehr gefunden habe zu dem Eingang, wo ich rein bin, bin ich einfach so weit nach oben gegangen, wie es ging in diesem Cave-System und habe mich dann einfach stufenweise nach oben gearbeitet und bin halt dort rausgekommen. Ne? Habe mir das einfach markiert, dass es auch trocken. Da kann ich mich dann auch runterarbeiten. Und das funktioniert. Ja, des Weiteren habe ich mir jetzt hier drüben angefangen, eine kleine Bambusfarm anzulegen. Das war erst nur ein Strauch Bambus. Ich sage es einfach mal Strauch Bambus. Oder Staude, je nachdem, wie immer ihr es auch nennen möchtet. Inzwischen habe ich den jetzt hochgebaut zu, ich glaube, fünf. Fünf oder sechs Stauden, Sträucher. Mal rüberschwimmen, weiterpflanzen, ein bisschen ausbauen. Damit ich da auch schön viel Papier von kriege. Um dann eventuell Bücherregale oder sonstiges da drauf zu bauen. Mal schauen. Oder ich baue mir einfach eine Wand aus Kuchen. Wer weiß. Ja, und es laggt wieder ein wenig. Aber das stört mich diesmal nicht, weil ich da einfach drüber stehe. So, zack.
Na hopp. So, dann mal schön fix den Bambus hier pflanzen. Na, dummes Schwein. Dein noch. Und dann gehen wir mal weiter. Ich weiß nicht, wie viele Steine ich da jetzt reingekloppt habe, in diese Fläche nur. Es sind aber auf jeden Fall Unmengen an Steinen. Hier habe ich auch noch eine kleine Höhle, da war aber nicht wirklich viel drin. Mal gucken, vielleicht grabe ich mich da noch ein bisschen tiefer. Irgendwann mal, wenn mir mal unten in meiner großen Hauptmine die Materialien ausgehen. Was? Es wird schon wieder dunkel? Nee, ich dachte schon. Ich dachte schon, es wird schon wieder dunkel. So, nur durch die Bäume, die spenden hier, werfen hier ein bisschen Schatten. So, dann gehen wir mal kurz hier hoch auf den Berg. Mal gucken, ob wir das von hier oben sehen. Weil ich habe mich hier auch noch ein bisschen weiter umgeschaut auf der Insel. Das finde ich auch sehr geil. Mit dem Baum da unten in dem Krater. Also, ob da ein Monster-Creeper explodiert wäre, hat es einfach einen Krater rausgesprengt. Und ich habe mich nämlich auch noch... Ich glaube, Kandorek war es. Der hat auch seine Projekt Gamma Diary Thread aufgemacht hinten. Er hat uns da noch so ein Cave-System gezeichnet auf seiner Map, die er da aufgenommen hat mit MC-Map. Und so habe ich mich dann auch da reingewagt. Und so befindet sie die sich dort hinten. Bei diesem Berg in der Mitte ist ein riesiger Krater. Als ob das hier ein Vulkan wäre. Es ist einfach ein Krater, ein erloschener Vulkan. Mit einem riesengroßen Cave-System. Da bin ich auch mal drin gewesen. Und das ist echt gigantisch. Aber ich habe da nicht wirklich Großartiges gefunden oder das auch nur irgendwie aufgenommen, weil ich das eigentlich als ziemlich uninteressant und unspannend empfunden habe. Und deshalb habe ich es einfach sein gelassen. Wenn ihr wollt, kann ich da nochmal reingehen. Wenn ihr sagt, ja, wir wollen das Cave-System auf jeden Fall sehen, dann gehe ich da nochmal rein mit euch, nehme das auf und ja, zeige euch das ein bisschen, was es da so alles gibt. Bin allerdings auch dann da ganz woanders rausgekommen, wo ich eigentlich rein bin, weil den Rückweg habe ich auch nicht wiedergefunden. Ich verlaufe mich gerne in so Caves. Das ist so ein Phänomen bei mir. Nun gut, gehen wir wieder zurück zu meiner Strandhütte. Die ist wo? Seht ihr? Jetzt habe ich mich gerade schon wieder verlaufen. Ach, da hinten sind wir. Nach mir komme ich hier hinten raus. Ah, sehr schön. Wie gesagt, gehen wir mal zurück zu meiner kleinen Strandhütte, die jetzt langsam am Aufbau ist. Strandhütte, Burg. Und dann gehen wir mal rein und ich will euch drinnen nämlich noch was zeigen in meiner Mine. So, aber einen kleinen, feinen Steinbruch, den ich euch im letzten Teil schon vorgestellt habe, also gezeigt habe. Zudem werden wir jetzt mal gehen. Ihr werdet sehen, dort hat sich auch einiges getan, so wie hier mein Mineneingang. Ich habe jetzt einfach hier auch die komplette Wand weggerissen, dass ich hier den Turm reinsetzen kann. Ich muss mal schauen, ob ich hier den Berg dann so lassen werde oder ob ich den noch ein bisschen abflache, dass er ein bisschen sich mehr in das Bild anpasst oder nicht. Mal schauen. Abwarten. So, gehen wir mal fix runter und jetzt bitte nicht wieder runterstürzen wie das letzte Mal. Und ganz gemütlich, so wie es sich gehört, die Leitertreppen runtergehen, die Leiter runterklettern. So, was habe ich noch drinne? Ja, ihr seht, ich habe hier ein bisschen was rausgeräumt, ein bisschen was anderes durch reingepackt. Noch irgendwas drinne? Nö. Hier übrigens die Lava, wovon ich gesprochen habe. Im letzten Teil. Und ja, mein kleiner Steinbruch. Ihr seht, er ist nicht mehr ganz so klein. Ich habe ihn ein bisschen ausgebaut. Muss man sozusagen überall die Löcher im Boden und hier in der Decke. Da habe ich mir die kompletten Mineralien noch rausgerissen, Eis und Kohle. Weil ich habe hier Unmengen drin. Vorhin habe ich mich erst drum rumgegraben, um nur den Stein rauszuholen. Da habe ich noch ein bisschen Eisen vergessen, sehe ich gerade. Aber da komme ich noch irgendwann hin. Weil hier geht es runter in ein kleines in einen Cave. Und hier geht es in einen Cave. Genauso wie hier auch noch in so einen kleinen Cave. Und hier hinten im Eck, genau hier, geht es doch in einen Riesen-Cave. Der ist echt gigantisch, dieser Cave. Und zwar genau hier lang. So,
da hoch geht's und hier unten geht's weiter und... Ja, gehen wir einfach mal hier runter. Ich habe ja ein bisschen was dabei, um mich da wieder hochzubuddeln. Weil, was ich ganz interessant finde, habe ich auch noch jede Menge Erze, die ich noch nicht abgerissen habe. Hier ist Lava. Wenn hier ist die Stelle... Ach nee, die Stelle, diese... Ach nee, diese hier oben. Stimmt, ich muss ja hier hoch. Kurz hier hoch. Ups. So, einfach mal hier hoch. Okay. Muss halt so hier hoch und hier hoch und dann geht das hier weiter hoch. So wie dann hier weiter. Hier oben war auch eine Lavaquelle übrigens, die habe ich aber auch erdrückt sozusagen. Ja, da oben war auch noch Eisen, ich habe es gesehen. Und da ist Tageslicht. Das heißt, ich komme von hier aus auch direkt wieder raus an die frische Luft. Ne? Gut, ich werde mal wieder zurück in meinen kleinen, aber feinen Steinbruch gehen. Aber ich werde mir jetzt einfach hier mal einen Weg rüber bauen. Da wollte ich lang und da und da. Ich werde einfach mal hier einen Weg hinbauen. Um mich dann wieder hierher... zurück in meinen Steinbruch zu begeben. Oh, da oben habe ich noch Eisen vergessen. Das werde ich dann noch rausreißen. Und ja, hier haben wir noch Kohle. Wie gesagt, ich habe hier noch ein bisschen weitergearbeitet an dem Steinbruch. Habe jetzt wieder angefangen, mich um die Erze drumherum zu arbeiten, weil ich jetzt erstmal nur den Stein brauche. Ja, und das ist doch, hier stecken doch schon einige Stunden Arbeit drin. Ich weiß nicht, wie viele, es sind glaube ich unzählige. Hier habe ich die letzten Tage die meiste Zeit mit verbracht, Stein zu kloppen, Taschen voll zu machen im Inventar, da wieder hier rauszurennen, die Leitern hochzuklettern. Und das sind echt, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich damit verbracht habe, nur hin und her. Oh, es wird dunkel, sehr schön, Mond geht auf. Ja, hab dann halt... Und hab dann halt weitergemacht, mir hier denn die Plattform auszulegen. Hier habe ich mir so meine kleine Dreckkiste mit ein bisschen Wolle, Holz, bisschen Setzling, die ich noch irgendwann einpflanze, Gravel, ein Ei, Federn, Leder, jede Menge Dreck, Holz. Hier habe ich meine eine kleine Steinkiste, noch mehr Dreck und Sand. Hier noch irgendwas drin. Ja, hier habe ich da jetzt meine Schatzkiste sozusagen. Ein bisschen Lehm, ein bisschen Eisen, Gold, Kohle, Redstone. Habe ich noch irgendwas drin? Ne, auch nichts mehr drin. Ja, gut, das war es eigentlich auch schon. Ich werde mich jetzt hier noch ein bisschen weiterbauen. Mal gucken, in welcher Reihenfolge ich das jetzt anstellen werde. Ob ich jetzt mir noch hier den inneren Ring weiterziehe oder ob ich dann den äußeren erstmal fertigstelle. Das bleibt noch abzuwarten. Huch. Ja, ich hasse Lachs. Da kann man so schlecht bei bauen. Und dann sieht sowas, dass dann mal so ein Doppelstein kommt und mal sowas hier und Löcher entstehen. Und ja, wie gesagt, das wollte ich euch nur schnell zeigen. Wie ihr seht, die Burg nimmt so langsam Gestalt an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch selbst noch viel Spaß bei dem Projekt Gamma. Wer noch mitmachen möchte, wer jetzt noch Lust bekommen hat, um mitzumachen, einfach bei mir melden auf Projekt Pongi, also auf pongizock.de, mir eine PN schreiben, im Projekt Gamma Info-Thread unter Minecraft Fragen und Antworten, oben angepinnt, die Regeln durchlesen, die Voraussetzungen, was gemacht werden muss, mir eine PN schreiben, wenn ihr Lust habt mitzumachen. Dann trage ich euch in die Teilnehmerliste ein. Wir sind inzwischen, glaube ich, 12 oder 13 Leute, die mitmachen. Am Anfang waren wir, glaube ich, 4 oder 5. In den letzten Wochen, Tagen haben sich noch einige dazu gemeldet, was ich sehr begrüßenswert finde, übrigens. Also, meldet euch bei mir, schreibt mir eine PN und ihr seid dabei. Wie immer, kommentiert schön fleißig, sagt mir, was ihr sehen wollt oder. Wenn ihr Tipps für mich habt, was ich noch nicht hier gefunden habe auf dieser Welt, wo es eventuell noch was Interessantes zu sehen gibt, schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mir eine PN, sonst irgendwas. Ich werde die beiden Threads auch,
Ja, genau, die beiden Threads, einmal den Projekt Gamma Info Thread und mein Diary Thread, auch hier unter dem Video wieder verlinken, wie ich das jetzt bei den letzten auch nachträglich noch gemacht habe. Und sage dann erstmal auf Wiedersehen, verabschiede mich. Danke fürs Zusehen und sage dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.